So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Super Mario Maker. Und wir waren von Chewie, einem Herren, der unter meinen Videos einen Kommentar hinterlassen hat, von seinen Level-IDs. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Ich war auf jeden Fall bei diesem Level hier stehen geblieben. Und ja, es hat es in sich, denn man darf nicht getroffen werden. Weil sonst verliert man seine Fähigkeit und man braucht den Tanuki-Anzug hier, denn ansonsten kommt ihr nicht weiter. Ihr müsst ja auch wirklich die ganze Zeit spammen, sonst kriegt ihr das nicht hin. Er hat es tatsächlich komplett, verdammt. Das hätte ich wissen sollen. Müssen. Alter. Okay, das Level ist doch machbar und es war einfacher als gedacht. Und wir haben 3 Leben, glaube ich, bekommen. Ich glaube, der hat das mit Absicht so eingestellt, dass man genau 3 Stück bekommt. Ja, einen Stern hast du schon bekommen. Kommentieren muss ich jetzt nicht großartig. Hat mir gefallen. So. Gut, sollen wir noch ein Level von ihm spielen, bevor wir jetzt musizieren mit Bowser machen und ich mich jetzt ärgere? I suck at making levels. Okay. Bowser Juniors Firewalker Challenge. Das klingt interessant und unterhaltsam und die IDs sind noch eingeblendet. Korrekt. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Levels habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde diese für euch zocken. Und mal gucken, ob ich sie schaffe oder nicht. So kann jeder mal sehen, an welchen Stellen vielleicht doch ein paar Ideen sind, die erst später aufgedeckt werden. Und hier ist eine Challenge, okay. Muss ich das jetzt verstehen? Muss ich genau drauf springen und dann... Alter, wie soll das gehen? Ach so, muss ich das so machen oder was? Ich versuche es mal auf die Art und Weise. Naja, es hat definitiv jetzt schon mal nicht geklappt. Es ist auf jeden Fall ein Hardcore-Level. A la Kaizo Mario, glaube ich. Wie soll man denn da bitte hochkommen? Schafft man es auch so? Ja, es sieht knapp aus. Doch, man kann es schaffen, da so hochzuspringen. Das heißt, die Kugel müsste uns eigentlich nicht stören. Ich muss nur den richtigen Moment abwarten. Das wäre, glaube ich, dieser. Und ja, ich bin zu weit gekommen. Am besten wäre natürlich, wenn ich... Boah. Da habe ich mir jetzt ein Level ausgesucht. Ich glaube, ich muss mich da ducken. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich mich da ducke, dann werde ich nicht getroffen. Ja, okay, doch. Ich rutsche ja weiter. Wie soll ich das denn packen hier? Das ist doch fast... Ja, was heißt unmöglich, ne? Aber es ist krass. Wir müssen auf jeden Fall definitiv da durchkommen, glaube ich, weil von oben die Wumms runterfallen. Und ich glaube nicht, dass man die umgehen kann. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie. Wie soll man denn da durchkommen? Könnt ihr mir das mal verraten? Und das ist eine Challenge. Das ist ja noch nicht mal der... Also, es hat noch nicht mal richtig angefangen, sagen wir es mal so. Alter Schwede. Okay, es ist machbar. Ihr habt gesehen, wie weit ich gekommen bin. Aber wenn ich ehrlich sein soll, auf dieses Level habe ich jetzt gerade keine Lust. Ja, ob ich den... Ja, komm. Du hast bisher immer relativ kreative Ideen gehabt. Also nehme ich mal an, dass es hier derselbe Fall sein wird. Also hast du einen Stern verdient. Vor allem Dingen, wenn ich das auch schon hier so ein bisschen sehe... Ja, doch. Es hat was von Ducken und Durchrennen. Und Springen, ja. Ist auf jeden Fall nicht einfach. So. Oh. Das, ach du Scheiße. Man soll echt auf den Bloopers zum Ziel kommen. Es sind 100 Stück oder was? Wirklich 100 an der Zahl? Oh. Okay. Ja, und da steht auch die 100
Damit man es lesen kann, oder was? Und ich hab's verkackt. Ich frag mich trotzdem, wofür das jetzt sein sollte. Ich denke mir mal, damit man es einfacher hat, rüberzukommen. Ja, jede Menge Leben kann man hier farmen, aber man kann ja eh nur 3 haben. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ja, das Problem ist... genau das. Meine Herren, dieses Level... Ja. Da muss man ja schon richtige Skills haben und genau gucken, wo man jetzt landen könnte. Aber man kommt so durcheinander, weil die sich so random bewegen. Nee, ist nicht so meins. Also Stern nicht wirklich, finde ich jetzt nicht. Einfach nur jede Menge Gegner. Muss jetzt nicht sein, okay. Ja komm, wir machen jetzt Musizieren mit Bowser. Oder Musikschule mit Bowser. Warum sage ich immer Musizieren mit Bowser? Irgendwie verfolgt mich dieses Level. Aber Musizieren mit Bowser war das einzige Level in dieser Richtung, was ich geschafft habe. Komm, Bowser. Fall in die Schlucht. Ja, da hat jemand geschrieben, dass er es nicht schafft. Willkommen im Club. Also, das Level ist echt nicht einfach. Boah, das hasse ich, ne? Dass der Bowser uns hinterherfliegt, so richtig extrem. Aber das hat er gut hinbekommen. Weil das macht er ja jetzt nicht zum ersten Mal so bei uns. Und ja. Los, Bowser. Hasta la vista, Bowser. Oh. Okay. Das hätten wir schon mal. Nein, ich will diese scheiß Feuerblume nicht. Warum hast du die hier eingesetzt? Ich will das Cape. Mit dem Cape ist alles einfacher. Oh. Mann, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt müsste es aber klappen. Nein, nein, nein. Ich komme auf die Mechanik dieser Blöcke nicht klar, ne? Ich habe das Gefühl, man sollte sich eher fallen lassen auf die Blöcke. Als andersrum. Oh. Bowser, zieh Leine! Oh. Komm schon! Ah, verdammt! Ich wusste es. Ich konnte es mir denken. Ja, jetzt macht er auch noch seine schönen Feuerdinger. Ich komme da einfach nicht dran vorbei. Er sollte sich doch mal selber töten, wie ich finde. Ah, warum bin ich gesprungen? Wäre ich nicht gesprungen, dann hätte er mich nicht bekommen. Wiedersehen, Bowser. Ja, und dein Kommentar sackt, weil da sieht man nichts. Ich weiß, man kann es ausstellen, indem man... Genau, das habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Man kann es ausstellen, indem ihr hier drauf geht. Also, für die, die finden, dass zu viele Kommentare irgendwo sind für... Leute, die sich dann besser konzentrieren können. Ist ja auch manchmal wirklich nervig. Ich finde das zwar schön, man sieht die Kommentare dazu und man weiß dann auch Bescheid, was deren Meinung ist, aber nerven tut's trotzdem. Oh.
Ich habe zwar keinen Schimmer, ob das jetzt was bringt oder nicht. Und dieser Scheiß... Cheep Cheep, ey. Ja, nee, ist klar, der Wiggler, der fällt da einfach mal so durch. Ist okay. Und hier kommt ein Cheep Cheep, das weiß ich noch ganz genau. Geh weg, hau ab. Ach so, ja. Nee, ist klar, ne? Ja, toll. So, bis dahin sind wir jetzt schon mal wenigstens gekommen. Das war ich auch, wo ich privat aufgenommen habe. Nein, oh. Ja, auch Baby Bowser ist da und ein Hammerbruder, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr das Cape hier noch habt, ist es natürlich definitiv einfacher. Mann. Hau ab, Bowser. Du scheiß Wumms. Naja, wir kriegen ja so oder so meistens die Feuerblume hier. Mann. Ist das denn die Möglichkeit? Wären diese Cheep Cheeps wenigstens nicht, ne? Dann wäre das Ganze schon was angenehmer. Tja, Leute, Bowser hat es natürlich wieder mal geschafft. Los, spring hoch! Bleib in der Luft! Ich frag mich, was ihr Leute immer alle mit euren Bowsers habt. In jedem Level muss ein Bowser drin sein. Ah, ja. Aber das Level basiert auf Bowser, also... Das ist jetzt... nicht so schlimm. Aber allgemein, ich finde, Bowser muss doch nicht immer drin sein. Ich finde das auch ein bisschen zu krass. Die meisten bauen ihn ein, weil dann schaffen die meisten Menschen das Level dann natürlich nicht. Dann hat man den Parcours absolviert und denkt, boah, geil. Und dann kommt ein Bowser und... Ja, es muss nicht sein. Das kann auch ein sehr hoher Frustfaktor sein. Vor allem, wenn man den Bowser so riesig macht. Toll. Danke, Cheep Cheep. Dass du so nett bist und dass ich wegen dir direkt mein Cape verliere. Ah... Komm, Cheep Cheep, hau ab. Ich will meine Feder. Danke. Oh, das war knapp. Hier finde ich das auch klasse mit dem Sound von den Wumms. Vor allem, die hören sich wie so eine Trommel an. Stirbt Baby Bowser? Wird er sterben? Ich werde ihn versuchen zu ermorden. Wenn das überhaupt geht. Ich bin da jetzt gerade... Ja, okay, es funktioniert. Jetzt ist nur die Frage, ob wir es schaffen. Wie es aussieht, ja. Oh nein, jetzt habe ich die Feder verschwendet. Moment mal, ich könnte was ausprobieren. Bitte, bitte. Ich habe so ein Gefühl, das war ein Fehler. Verdammt. Ich hätte, glaube ich, ja, mit der Schildkröte hochfliegen müssen, ne?
Nein, sag nicht, das ist euer Ernst. Oh, verdammt. Wie der sich anhört. Tja. Das schreit nach Neustart. Ich werde jetzt noch so zwei, drei Versuche versuchen und wenn es dann nicht hinhaut, dann lasse ich es. Dann ist es eines der Level, die ich auch mal vielleicht privat angucken werde. Oh. Nee, Leute, es hat keinen Zweck. Ich habe dafür jetzt keine Nerven. Nicht für dieses Level. So, okay. Sport ist Mord auch für Mario. Da schauen wir jetzt mal rein. Okay, wir bekommen schon mal den Pilz. Müssen... Ach so, deswegen Sport ist Mord, weil wir quasi auf Laufbändern laufen, wie auch immer. Was soll das hier darstellen? Klimmzüge oder was? Ah, das war jetzt eine fiese Stelle, da irgendwie durchzukommen. Also das Level finde ich ja noch im Gegensatz zu den anderen ein bisschen chilliger. Es ist ruhiger. Es basiert nicht auf Druck ausüben. Oh nein. Meine lieben Bombenfreunde. Ja, komm. Geh runter, ich will da durch. Danke. Das finde ich schon was angenehmer, wenn ich ehrlich bin. Oh, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich Volldepp, ich kann doch die Feuerblume benutzen. Ja, wenn man natürlich noch die Feuerblume hat, ne? Los, Mario, lauf! Das war schon eine kleine fiese Stelle, das muss ich zugeben. Vor allem hast du die geplant, weil wenn man die Schildkrötenpanzer nimmt, oh, dann trifft man die Münzen und die Münzen verschwinden. Gott sei Dank habe ich das nicht auf die Methode weitergemacht und mir ist eingefallen, ich habe ja noch die Feuerblume. Ja, euch macht das natürlich nichts, aber jetzt kommen bestimmt Fische. Nee? Aber auf der anderen Seite bestimmt. Oh nein, nicht ihr. Ja, okay, töten kann ich euch nicht, aber ich kann euch weglocken. Alter, du kannst dich ja ganz schnell umdrehen, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist, wenn man die Fische halt noch nicht so oft gesehen hat, dass die meisten die nicht eingebaut haben. Okay, ich habe eine bessere Methode gefunden, ihr merkt es. Hier die Stelle ist fies, nach einer Zeit kommt man aus dem Takt und man braucht auch sehr viel Ausdauer, meine ich. Oh, was soll das jetzt? Blooper, haut ab. Geht weg, lasst mich. Ich muss sagen, das Wasserlevel gefällt mir bisher. Ich hasse ja eigentlich normalerweise Wasserlevel, aber das hat irgendwas. Vielleicht ist damit auch Sport des Mord gemeint, weil Schwimmen gehört ja auch irgendwie dazu, keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal nicht alle, okay. Was soll mir das jetzt sagen? Muss ich zurück oder was? Okay, wir sind an der Oberfläche. Mal gucken, ob ich den Propeller brauche. Vielleicht. Nee, können wir nicht. Schade. Gut, dass euch solche Fehler bisher noch nicht so wirklich passiert sind. Oh nein. Du bist ein fieser Cooper.
Aber wir brauchen dich, damit ich das aktivieren kann. Ah. Ja, und warum nicht? Ja, für den Notfall hat man halt den Propellerpilz. Ich frage mich trotzdem, was hier so drin ist. Soll ich es riskieren, Leute? Okay, wir haben hier noch einen Propellerpilz. Also geht es sich jetzt hier drum, dass man den benutzen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Oh. Jetzt, ja, nee. Das hast du mit Absicht gemacht. Gibt es hier was? Können wir hier drüber? Nee, können wir nicht. Schade. Aber was ist hier? Nicht umsonst ist das Level Sport des Mord. Es war gerade verdammt knapp. Ja, das war nicht schlecht. Nein. Oh, jetzt habe ich die nicht mehr. Verdammt. Los, Mario, lauf! Ah, das Level. Doch, mir gefällt's. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Level. Und jetzt ist die Frage, wo lang? Weil ich kenne dich ja. Du machst gerne mal was anderes. Heißt das, wir können hier zwei Wege wählen? Oh, und dieser Weg ist auf jeden Fall definitiv nicht meiner. Alter, die Blooper. Oh, eine Feuerblume und ich komme nicht dran. Könnt ihr euch nicht mal verziehen? Oh nein. Boah, verdammt nochmal. Das war gefährlich. Ha. Nicht mit Mr. Horror Jumper. So, was mit dir? Das ist schon eher so ein Level, was ich zeigen kann. Es ist sehr lang. Nicht so viel Frust. Also Frustfaktor, Mann. Ich finde aber die Fische hier am coolsten. Keine Ahnung. Die haben irgendwas. Man muss überlegen. Man hat Beschäftigung unter Wasser. So. Ja, war klar. Waren ja noch nicht alle. Oh. Ist da ein Bowser unter Wasser? Wo geht jetzt der andere Weg hin? Alter, die Zeit läuft. Verdammt. Ah, das war zu erwarten. Und jetzt? Ja, nee, ist klar. Kamek. Bowser. Geh weg. Wie das aussieht. Ah. Bowser Junior. Ist das Level hier zu Ende? Oder bild ich... Nee. Ah, noch ein... Wo musste ich denn jetzt hin? Das fand ich jetzt blöd, weil hier keine Pfeile sind. Ah. Ärgernis. Wir sind so weit gekommen. Kann es doch nicht gewesen sein. Verdammt. Nee, Leute. Das Level mache ich jetzt nicht weiter. Sonst dauert das wieder zu lang, weil das ist ein sehr, sehr langes Level. Aber eines deiner besten Level. Wo der Frustfaktor nicht so hoch ist. Doch. Mir hat es definitiv gefallen. So, Leute. Ich denke mir mal, ein Level kann ich noch zeigen. Aber Drake hat keine mehr für uns. Das heißt, ich werde mich mal hier umgucken. Hat er noch ein neues Level gemacht? Nee, hat er nicht. Die kann ich auch mal zeigen. Mal gucken. Hast du noch mal in der Zeit? Nee, hast du nicht. Okay, dann gucken wir noch mal bei dir. I suck at making levels. Tja, wie es aussieht, läuft hier die Zeit. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Okay. Heißt das, ich muss hier irgendwo hochkommen? Wenn das der Fall ist, schön und gut, aber wie geht's weiter? Ah, bestimmt hier. Irgendwo. Oder mussten wir doch da hoch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach, ja. Wir müssen da, glaube ich, hoch. Ich wüsste jetzt auch, glaube ich, wo, wenn das klappt. Komm, Mario. Das kriegen wir hin. Boah, verdammt. Da müssen wir rüberspringen, oder was? Und das geht jetzt die ganze Zeit so. Naja, ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber kann man machen. Ja, warum nicht? Verdammt! Oh, warum habe ich denn jetzt so lange da gebraucht an der Stelle? Am liebsten würde ich ja den Block mitnehmen bis da ganz hinten, aber man soll ja Druck haben. Hä, warum kommt ihr da nicht mehr zwischen? Vielleicht sollte ich auch in die 6 springen, vielleicht ist es am besten. Nee. Definitiv nicht. Zumindest wenn man alle trifft, wie ich das jetzt gerade geschafft habe, dann natürlich nicht. Nee, von hier kommt man auch nicht hoch. Für das Level kriegt der, glaube ich, jetzt nicht unbedingt einen Stern. Nee, das schaffe ich so nicht. Ich brauche mehr Zeit, sonst schaffe ich es nicht, darüber zu springen. Das ist asozial. Wir haben eh nur ein bisschen Zeit. Ich nehme mal an, das Level ist auch nicht allzu lange. So, nicht nochmal mit uns. Wo müssen wir hoch? Wahrscheinlich bei dem S. Los, werd normal, du Penner. Oh. Weil sich das so lange gedreht hat. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Ey, ich krieg das nicht hin. Da muss man schnell sein, aber verdammt nochmal. Ey, das gibt's nicht. Ah, wir haben noch ein paar Minuten und ich denke mir mal, ein paar Versuche sind uns noch gegönnt. Hier durchzuspringen ist auch echt asozial. Was war das denn jetzt für ein Fail? Der nimmt sich den und durch den Block oder durch den Schalter wird er verschoben und... Ah, dazu muss ich nichts sagen. So, ich glaube, ich hätte auch direkt da bei dem S hochgehen können. Nee, schaffe ich nicht. Verdammt. Ein Versuch noch, Leute, und danach höre ich auf. Dann reicht es mir. Ey, jetzt schafft er es noch. Ey, das muss ja wirklich... Nee, tut mir leid. Ist nicht so mein Ding. Steckt zwar eine gewisse Idee hinter, aber... Nee. Tut mir leid. Das, finde ich, ist mir ein bisschen zu wenig. Natürlich mehr, als manch anderer so macht, aber... Wobei... Es hat was. Komm, wir sind nicht so asozial. Ich gebe den Stern. Dann muss ich aber nochmal ins Level, ne? Oder konnte ich das hier machen? Ja. Wie geschafft.
Kann man das auch anklicken und dann... Ah nee, stimmt, dann werden ja nur die Leute angezeigt, die das dann auch geschafft haben. So, ihr könnt nochmal gucken, hier Sorivana, oben links steht's und hier seine Level-IDs. Für die, die es im letzten Part nicht mitbekommen haben. Wie gesagt, ihr könnt ihn per YouTube anschreiben, er heißt da auch Sorivana. Wenn ihr irgendwas von ihm wissen wollt, wann er mal einen Livestream wieder macht auf Twitch. Ab und zu werde ich auch mal dabei sein. Werden wir aber vorher noch alles ankündigen, wenn ich auch mal dabei bin. Ja, Drake, deine 2 Level sind bisher für mich unschlagbar. Eher gesagt, ja, was heißt 3? Das hier hätte ich ja fast geschafft. Da gab es ja mehrere Wege, wie es aussah. Finde ich gut. Und auch Sport ist Mord ist ein klasse Name für dieses Level, finde ich. Ja, warum nicht? Nun gut, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich im nächsten Part. Mach's gut, haut rein, schalt wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.